ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Skorpion-Liebe-Video für den Frühling, also für März, April, Mai. Dieses Video ist sowohl für Skorpion-Sternzeichen als auch für den Aszendenten. Die ist jetzt runtergerutscht. Die muss ich nochmal reinmischen. Eine Karte bitte für meine Skorpione. Wow. Das sieht doch mal gut aus. Das ist so ein bisschen was Verführerisches, ein verführerisches Angebot. Fürs weitere Reading verwende ich die Lenormand-Karten Licht und Schatten unter Angelina Schulze. Ja, ich habe die Karten auch schon im Vorfeld gemischt. So, Haus und Sarg, Kreuz, die Engelsflügel, der Baum, das Buch, der Bauch, die Störche. Und der Berg. So, und an der Unterseite vom Deck sind die Fische. Also, diese Frau hat den Schlüssel und weiß definitiv, wo es lang geht, wo dieser Schlüssel ins Schloss passt. Das kommt mir jetzt so gerade total durch. Ja, es geht um gesundes Wachstum, Stabilität. Hier mit dem Haus sehe ich, dass es dir darum geht, um deine Geborgenheit und deine Sicherheit, und das da kommt, in dem Bereich kommt hier etwas zum Ende. Und auch hier, also du wolltest eigentlich, dass das, du willst eigentlich, dass es wächst mit dem Baum, dass du dich, ja, deine Sicherheit, dein Wohlgefühl, ja, das, wo du dich in einer Beziehung oder in der Liebe einfach sicher fühlst und geborgen fühlst, sollte eigentlich wachsen und noch mehr gedeihen. Und das wird aber hier blockiert mit dem Berg. Es ist sehr spannend. Und auch eben deine Pläne, auch das, was du so in dir trägst an Gefühlen, was sich hier entfalten sollte, das landet bei dem Schicksalskreuz. Also, das ist alles sehr, sehr schicksalhaft. Auch dieses Ende hier, das ist sehr schicksalhaft. Und der Rat der Karten, der zeigt mir also zum einen, dass das eine ganz wichtige Sache ist und dass es auch ganz wichtig ist, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ja, der Rat der Karten ist erstmal, dass du das verinnerlichst und verstehst. Im Dunkeln liegen die Engelsflügel. Im Dunkeln heißt, du kannst es nicht sehen. Es ist im Verborgenen. Du kannst es nicht wahrnehmen. Aber hier wirst du geführt und hier passieren, also hier zieht jemand die Fäden für dich, dass bei dir günstige Ereignisse passieren, Zufälle. Ja, mit dem Schicksalskreuz, das wirkt in die nahe Zukunft rein und ich sehe hier, du hast eine Lektion zu lernen. Und ja, diese Lektion, dabei geht es auch darum, dass sich etwas verändert. Und vom Ist-Zustand her wird diese Veränderung hier erstmal blockiert,
aufgehalten. Und es geht hier, also diese Lernaufgabe ist wie in der Zange zwischen Berg und Kreuz. Und die muss erst bewältigt werden. Und die Veränderung wird hier eiskalt ausgebremst. Es ist also eine ganz schicksalhafte Sache, was du hier zu lernen hast, aus dieser Situation raus. Sehr spannend, wirklich so typisch Skorpion-Reading, wo nicht so klar und offen ist, zumindest bei den allgemeinen Readings. Ja, an der Unterseite vom Deck liegen die Fische und die stehen für die starken, tiefen Gefühle. Das heißt, diese ganze Situation bei dir ist auch von sehr starken, tiefen Gefühlen umgeben, durchdrungen, möchte ich sogar schon sagen. Und es ist auch sehr gut möglich, dass du von diesem, dass dieser Überschwall an Gefühlen, dass das mit deiner Lernaufgabe hier zu tun hat, dass es das ist, wo du etwas zu lernen hast. Ich schaue mal noch drunter. Ja, und da habe ich die Lilie. Und da kommt die Harmonie zum Vorschein und auch das Glück in der Partnerschaft. Intensive, schöne Partnerschaft. Die Lilie deutet auch oftmals Sex an. Also selbst wenn es nur eine Sexbeziehung ist bei dir und darunter liegt noch die Dame und die steht ja für dich. Also hier geht es definitiv um dich. Ein wunderschönes Outcome, wenn du deine Lektion lernst. Wenn du dich mit Dingen befasst, die dir bisher verborgen waren. Ja, sehr, sehr spannend. Wow. Gut, ich möchte dir gerne noch einen Rat legen, aber bevor ich das tue, gebe ich dir noch einen Tipp. Ich habe nämlich kürzlich Videos hochgeladen, die dich interessieren könnten. Und zwar für jedes Sternzeichen ein Video. Der Titel ist "Wie tickt er in Liebe und Partnerschaft?" Und dort gehe ich nicht nur darauf ein, wie die Sternzeichen in puncto Liebe ticken, sondern auch darauf, was sie sich wünschen, welche Art von Partner sie gerne haben möchten. Ich gehe auch auf den Sex ein und auch darauf, was diese Sternzeichen zu geben haben, was sie zu bieten haben. Ja, und natürlich gehe ich dabei auch speziell darauf ein, auf Sternzeichen Frau, Sternzeichen Mann, wo sie sich eben unterscheiden in ihren Bedürfnissen bei den jeweiligen Sternzeichen. Und ich denke, es ist mir auch gelungen, wirklich Videos mit geballten Informationen und gleichzeitig unterhaltsam zu kreieren. Also ich denke, wenn du dich für das Thema interessierst, wird es dir vermutlich auch gefallen. Ja, ich verlinke dir in jedem Fall unten unter diesem Video im Videotext alle 12 Videos. Das heißt, wenn du dich für ein spezielles Sternzeichen interessierst, schau unten nach, dann kannst du es direkt den Link anklicken und dir das Video anschauen. Ja, und als ganz besonderen Tipp, es ist überaus interessant, sein eigenes Sternzeichen mal genauer unter die Lupe zu nehmen, sich das anzuschauen. Und manchmal entdeckt man da sogar Sachen, ja, die einem vorher irgendwie so vollkommen entgangen sind. Ja, nur so als Tipp für dich. Jetzt schauen wir aber, was es hier noch für einen Rat gibt. Ein Rat für meine Skorpione. Eine Karte bitte. Eine Karte bitte. Okay, da ist sie. Jetzt bin ich mal gespannt. Konzentrier dich auf deinen Wunsch. Okay,
Was genau ist dein Wunsch hier? Wenn du ihn noch nicht kennst, dann schau wirklich tief, dass du ihn erspüren kannst. Skorpione dürften das normalerweise kennen. Aber ja. Und dann konzentrier dich auf deinen Wunsch, geh der Sache nach. Und ja, das hat alles mit dieser Lektion zu tun, die dich eigentlich ja wirklich dir diesen Schubs in die richtige Richtung geben soll. Auch wenn es hier zunächst erstmal blockiert ist. Im Grunde genommen kommt es mir gerade so vor, als ob der Berg dir dabei hilft, genügend Zeit zu haben, um diese Sache zu verstehen und diese Lektion zu lernen, bevor da wieder die nächste Veränderung kommt. Ja, super spannend, dieses Reading, und neugierig wie ich bin, wüsste ich ja gerne, wie sich das bei dir manifestiert. Also, wenn du mir einen Kommentar schreiben willst, das wäre super toll. Ja, ich freue mich aber auch über ein Like von dir oder über ein Abo. Und ich danke dir fürs Zusehen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.